Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Gestern ist ein Erlass gekommen, dass es dieses Jahr ein Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk geben wird. Das heißt, der Verkauf von Feuerwerk ist in Deutschland verboten, hier im Jahre 2020. Und damit ich hier nicht leer ausgehe und zumindest eine kleine, so eine Mini-Silvester-Einkaufstour gestalten kann, werde ich euch jetzt hier heute im heutigen Video mitnehmen, hier auf eine kleine Silvester-Einkaufstour. Ich nenne das Ganze hier Mini-Einkaufstour hier im Jahre 2020. Es ist anders, kann man nichts dran ändern dieses Jahr. Man kann halt nur das Beste draus machen und deshalb wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei diesem Video und würde sagen, wir vergessen den schwarzen Tag gestern und ich würde sagen, viel Spaß hier mit diesem Video. Guten Morgen hier vom 16. Dezember 2020. Wir haben hier gerade 7.30 Uhr, also noch ziemlich früh dran hier. Der Grund dafür ist, dass ich gestern gelesen habe bzw. gehört habe, dass es jetzt auch ein Verkaufsverbot von Kategorie F1 Feuerwerk geben soll und ich mich dann noch nicht so sehr mit eindecken konnte hier vor zwei Tagen, wo ich mich genau an der gleichen Stelle hier befunden habe, wie ich mich hier jetzt befinde. Und deshalb mache ich mich jetzt hier nochmal auf, versuche nochmal mein Glück ein bisschen Kategorie F1 Feuerwerk zu ergattern. Meine Adresse dafür ist Lidl, in der Hoffnung, dass das da jetzt noch in den Ausstellern steht. Und ich würde sagen, beginnen wir hier noch mit diesem zweiten kleinen Teil der Mini-Silvester-Einkaufstour. Und ich würde sagen, los geht's und viel Spaß mit diesem Video. Jetzt hier gerade erstmal wieder rausgeschmissen worden wegen Einkaufswagen. Jetzt erstmal den Einkaufswagen holen und dann geht's hier weiter. Feuerwerk wird eingekauft. Die hatten jetzt hier gerade im Lidl noch eine große Auswahl an Kategorie F1 Feuerwerk. Es wird jetzt draußen auch schon ein bisschen heller, wie man vielleicht erkennen kann. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall beende ich jetzt hier mit dieser Aufnahme diese diesjährige Mini-Silvester-Einkaufstour hier im Jahre 2020. Leider Corona-bedingt etwas anders als normal. Kann man aber nun mal nichts dran ändern, was Gesetze besagen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Kritik und Feedback gerne unten in die Kommentare posten. Und ihr könnt jetzt gerne auch mal bei der letzten Silvester-Einkaufstour aus dem Jahre 2019 hier oben rechts im Bild für euch vorbeischauen. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.